Ja, Clasher, moin moin, seid gegrüßt zum neuen Video und meine Gilde hat mich inspiriert zu sagen, okay, Lava 3, zeig uns doch mal, wie du es machst genau. Es hat sich ein bisschen verändert und das will ich euch jetzt zeigen und da lade ich gerade ein mit meinen dreien Mitstreitern und wir schauen uns mal mein Team an. Wir stehen aus Pirat, Phantomkönig, SK, Schnitter und Gollum. Ich nehme diese Position vorne relativ dort in der Mitte des Spielfeldes ein, um den Boss dort wegzutanken. Und deshalb nehme ich meine tankigsten Helden mit, die ich habe. Ihr seht es, da stehe ich quasi. Und da ist ein Boss. Und diesen Boss, der stunt euch. Und da braucht ihr Gollum. Und der sollte, ist ja Stunimmun. Den spiele ich mit einer Dreier-Erquicken-Rune. Daneben ist der SK auch mit einer Dreier-Erquicken-Rune. Dann habe ich den PK, der hat Wiederbelebung. Mein Pirat hat wiederbeleben und der Schnitter auch wiederbeleben. Also ihr seht, ich habe ein relativ tankiges Team mit ein paar Fernkämpfern und jetzt kommen die anderen dazu und die schauen wir uns im Detail auch nochmal an. Weil jedes Team hat eine Funktion. Mädchen hier, seht ihr, hat den Baum zum Wiederbeleben damit dabei und den Eisdämonen. Ganz wichtig und hier ein paar Fernkämpfer. Der Geistermagier kann problemlos ersetzt werden durch einen Santa zum Beispiel, aber auch hier Phantomkönig und den PD zum Stacken. Dann haben wir oben Smashy. Smashy hat eine besondere Funktion. Er muss diesen Dämon, an dem wir uns da hochstacken, debuffen. Da wir ja kein Arktika und Multanika verwenden, machen wir es mit Gloomfiend. Ja, mein Lieblingsheld. Und da seht ihr die üblichen Fernkämpfer, PK, den PD zum Stacken und Aries natürlich auch, um den Dämon zu debuffen. Und das funktioniert ganz gut und deshalb braucht man kein Arktika zum Einfrieren und kein Multanika, um die Angriffsgeschwindigkeit zu slowen von dem oder sonst irgendwas. Ja, das könnt ihr alles mit diesen Helden tun. Und hinzu kommt noch Derbe. Derbe, sein Team schauen wir uns auch an. Er ist der Einzige, der hier einen 5er erquickten Eros dabei hat. Ihr könnt auch eine Valentina nehmen. Auch hier wieder den Phantomkönig und den Gollum zum Heilen. Ganz klar, der ist essentiell wichtig. Und auch den Geistermagier. Auch den könntet ihr ersetzen durch einen Schnitter, weil er keinen Cooldown hat. Oder von mir aus auch einen Santa für den Fernschaden. Der Fernschaden ist wichtig, weil das Prinzip, seht ihr gleich, wie es geht. Wir schauen also mal rein. Ich stehe jetzt hier unten und ich ziehe groß und da seht ihr, jetzt räume ich erstmal so einen kleinen Dino ab und dann renne ich quasi relativ genau hier auf diesen Boss und dieser Boss, der hat Stun, ihr seht es, noch ist er nicht da und jetzt kommt er an und haut mich sozusagen um und ja, und er wurde durch den Aries Proc und durch die Eule und auch das Auge von Garuda, was ich auf meinem Gollum habe, wird er verstummt. Und dann wieder belebt er nicht. Und das ist das Ziel. Dann habt ihr einfach mehr Zeit, mit den Fernkämpfern hier auf diese Dämonen von der Ferne einzuprügeln und den Schaden sozusagen rüber zu schießen. So, haben wir also mein Team relativ komplett durch. Ich habe alles in der Axt drin, und zwar mein Schnitter, mein Phantomkönig und den Pirat ist in der Axt. Alle drei haben Wiederbeleben Runen und zusammen mit dem Baum von Nähchen kommen die meistens auch wieder und sind bis zum Schluss da, weil der Baum von Nähchen ja uns wiederbelebt und dann hat man auch kein Problem, dass wenn die Helden mal umkippen, dass nichts passiert. Dass sie nicht wiederkommen und man die Zeit nicht ausreicht und es nicht schaffen würde. Also, das ist im Prinzip die Funktion meines Teams hier in der Mitte. Das ist relativ einfach. Wenn ihr euch also eine neue Gruppe sucht, müsst ihr diese dort relativ schnell gut belegen. Also Dreier erquicken auf Gollum Set und auf dem SK auch Dreier erquicken, dass er sozusagen schnell sein Schild oben hat und die Schadensreduktion. Der Rest mit Wiederbeleben, Ruhen, Kelch, außer den Wiederbeleben, Ruhen, die Axt des Krieges und mein Gollum im Auge von Garuda. So, und da seht ihr, wir stacken uns hier hoch an diesem Dämon. Der Dämon wird also gedebufft, dass er dieses Schild, das will er nämlich anmachen. Er hat ein Schadensreduktionsschild und das unterdrücken wir durch den Grimfiend und durch den Aries. Und dann seht ihr, dass man hier links den Boss, diesen Dämon, relativ nur mit den Fernattacken umnietet. Das ist gar kein Problem. Und ihr
habt ihr oben gesehen. Dieser andere Boss, der löst dort oben, der Dämon löst auch Stun aus und der macht euch ziemlich schnell kalt. Deshalb den Eisdämon. Und wir gehen nochmal rein, schauen uns nochmal den nächsten Try an und da sehen wir, dass durch den Eisdämon das gesamte, die gesamten vier Dinger, Dämonen, die übrig bleiben, nicht mehr sich bewegen. Das ist echt wichtig. So, also hier nochmal mein Team. Hier kommt das Team von Smashy. Ihr seht Grimfiend, den Heiler und auch einen PD. Nähchen mit dem Wiederbeleben-Team, ja, hat hier den Baum. Okay, zurück zu Smashy. Hier nochmal Fernkämpfer, Stacken, Debuffer und Heilung. Ganz wichtig, ihr braucht die Heilung vom Gollum, die ist gut. Man könnte wahlweise auch ein Dudu nehmen. Hier haben wir nochmal den einzigsten Fünfer erquicken Eros. Es geht auch mit Tina. Einen mit erquicken wäre gut. Und hier seht ihr Nähchen. Er hat die Aufgabe, uns wiederzubeleben und den Dämon, sozusagen den restlichen Dämons einzufrieren, dass sie sich nicht bewegen. Und mit diesem Eisdämon könnt ihr relativ gut klarkommen. Macht auf den Eisdämon Wiederbeleben ruhen, weil er doch relativ schwach auf der Brust ist hier für Lava 3. Und dann kommt er auch wieder ein zweites Mal durch den Baum. Und den Baum solltet ihr auch mit Wiederbeleben spielen, weil wenn der mal umkippt, dann kommt er auch wieder und dann habt ihr relativ viel Wiederbeleben. So, und jetzt seht ihr, da kommen die Bosse hier an und ich habe es jetzt hier mal, lass es hier mal klein gezogen und ihr seht es hier, das Pet hat ausgelöst mit dem Ausrufezeichen. Nochmal das Pet, dann haben wir den Aries-Debuff. Jetzt sehen wir auch eventuell mal das Auge von Garuda. Nein, hier ist es gerade schlecht zu sehen. Und ihr seht, dieser Wiederbeleben-Boss, den haben wir jetzt schön umgenietet. So, und jetzt ein Fokus bitte merken auf die anderen Dämons. Seht ihr, sie bewegen sich nicht, sie stehen still. Ja, und das bekommt ihr natürlich hin mit diesem Eisdämon. Wenn ihr auch einen anderen Helden habt, wo ihr sagt, ihr habt als Slow mit drauf, dann ist das grundsätzlich auch gut. Dieser Eisdämon hat einen 8er Skill, der ist also wunderbar. Und euer Baum, den ihr hier mitnehmt, unserer ist hier Evo 1, das geht aber auch mit, glaube ich, Non-Evo haben wir das auch schon gespielt, bevor der nämlich evolviert worden ist. Mit einem, mindestens mit einem 6er Skill solltet ihr ihn hier ausstatten. Jawohl, Wiederbeleben, Ruhen drauf oder vielleicht habt ihr auch das Wiederbeleben-Talent, dann ist es gut. Ansonsten habt ihr einen 5er Erquicken-Baum, dann packt ihr die Wiederbeleben-Ruhen drauf. Habt ihr Wiederbeleben drauf auf dem Baum als Main-Talent, könnt ihr ja Erquicken-Ruhen oder Slow draufpacken oder irgendwas anderes. Ja, unsere Phantomkönige sind alle in der Axt des Krieges, also alle Fernkämpfer, die hier so rumfliegen, auch die kleinen Geistermagier und so. Wie gesagt, die könntet ihr ersetzen durch Schnitt oder Santa. Hauptsache es fliegt und fliegt möglichst weit und die kommen also sozusagen alle in die Axt des Krieges, dass das ganze Zeug, was hier auf der Map steht, möglichst schnell abgeräumt wird, dass die Axt auslöst, den Damage erhöht, die kritische Trefferrate steigert und ihr möglichst schnell so seid, dass ihr nur noch die Dämonen zu beschießen habt. Ja, so, und deshalb hat jedes Team hier sozusagen eine Funktion und ihr seht gleich, wenn die hochrennen, seht ihr es, der bewegt sich nicht ein Stück, ja, und das liegt halt eben an den, am Eisdämonen und, genau, an dem super Debuff von Smashy sein Team mit Grimfiend und Aries, seht ihr, dass auch wir hier genug Schaden ausüben und dass der andere Dämon sein Schild nicht so oft hochbekommt, beziehungsweise möglichst schnell dann wieder runter hat. So, das war's, was ich zeigen wollte. Wenn ihr Fragen habt, schreibt's in die Kommentare. Ich bedanke mich, ich bin raus. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.